Jo Freunde, willkommen zu Invasion Season 5 Storms und ich zeige euch natürlich wieder alle Tipps und Hinweise, damit ihr alle Truhen öffnen könnt. Übrigens hat ein User auf Reddit schon teilweise Karten für die Season gepostet, die werden alle in der Videobeschreibung verlinkt, dann könnt ihr da nochmal reinschauen. Und jetzt geht's los mit den ganzen Hinweisen und Truhen. Also wir sind jetzt bei der ersten im lebenden Wald und wir müssen einfach vom Anfang geradeaus laufen, dann einmal nach rechts. Und dann einmal gleich nach unten und dann sind wir schon beim ersten Hinweis. Die Mission heißt Heiß und Bereit und der Tipp ins Aus. Wir spielen ja jetzt schon als Reptile und das machen wir natürlich jetzt weiter. Und im Kampf müssen wir seine Spezialattacke Kraftball 5-mal benutzen und auch damit treffen. Also unten vorne X auf der Playstation. Also führt 5-mal diese Attacke aus, trefft den Gegner auch, sodass er hochfliegt. Und danach müsst ihr nur noch den Kampf gewinnen und dann könnt ihr die Truhe öffnen. Ich werde euch ab Season 5 nicht mehr zeigen, was in den Truhen ist, da sich viele Abonnenten gewünscht haben, diesen Überraschungseffekt noch zu erleben. Für den nächsten Hinweis, also die nächste Truhe, brauchen wir einen anderen Charakter und zwar Garrus. Und wir laufen jetzt mal straight dahin, das ist gar nicht so weit entfernt. Wir laufen Richtung Anfang wieder und dann gleich nach oben und dann komplett nach links und dann kommen wir an einem Turm vorbei und dann sind wir auch schon bald bei dem nächsten Hinweis. Ich habe hier die Geschwindigkeit ein bisschen erhöht, da das extrem langweilig ist, aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem mit. So, hier haben wir den Hinweis Staub im Wind und die Mission heißt Hitzkopf. Ihr müsst einfach irgendeinen Brutality von Garrus ausführen. Also der normale, hier der Standard Uppercut Brutality reicht völlig aus, um die Truhe freizuschalten. Und wenn ihr das gemacht habt, dann wird das Hindernis verschwinden und ihr könnt die Truhe looten. Und dann können wir schon mit der nächsten Truhe im lebenden Wald weitermachen. Jetzt ist es völlig egal, welchen Charakter ihr auswählt, um mit ihm zu spielen. Ihr braucht einfach nur Serena als Cameo. Das ist ganz wichtig. So, da haben wir sie und jetzt laufen wir mal dahin. Ich habe wieder die Geschwindigkeit erhöht, damit das nicht zu lange dauert hier. So, da wären wir auch angekommen an der nächsten Mission. Statischer Schock und der Tipp heißt abgeknutscht. Was ihr hier machen müsst, ist einfach nur den Brutality von Serena ausführen. Also ihr müsst vorne halten und L1 auf der Playstation zum Werfen und dann direkt unten drücken. Also quasi Wurf und dann unten. Ihr müsst logischerweise auch den Brutality freigeschaltet haben, dafür braucht ihr Serena auf Rang 2. Und dann machen wir auch schon weiter mit der nächsten Truhe und zwar brauchen wir jetzt General Shao als Charakter. Und ich zeige euch jetzt den Weg, wie man zur nächsten Truhe kommt. Übrigens sind wir nicht mehr im lebenden Wald, sondern schon im nächsten Gebiet, Takatanische Kolonie. Und da sind wir bei der Mission kein Löwennickerchen. Der Tipp heißt, dreh dich um deine Axt. Also, was müssen wir machen? Einfach nur irgendein Brutality von General Shao ausführen. Also der normale Uppercut Brutality, der bei jedem Kämpfer gleich ist, tut's auch. Und dann habt ihr schon die nächste Truhe freigeschaltet. Der Weg zur nächsten Truhe ist eigentlich ziemlich einfach, denn wir müssen sowieso hier lang, um ja, das Level zu beenden, also die Takatanische Kolonie. Und wir werden gleich an eine sehr markante Stelle kommen, und zwar hier, wo wir jetzt diese Kurve laufen. Und da vorne ist ein Turm, da müssen wir auch auf jeden Fall kämpfen. Und dann gehen wir weiter nach rechts, wieder nach rechts und dann hier nach oben. Und dort haben wir auch schon gleich die Mission oder den Tipp Schwerelosigkeit. Die Mission heißt Sonnenbrille werfen. Hier müssen wir endlich mal kein Brutality oder Fatality machen, sondern einfach nur 3 Kombos in der Luft ausführen. Ob die Kombos jetzt 2 Treffer oder 3 oder 10 haben, ist völlig egal. Einfach 3 Kombos in der Luft und dann habt ihr das Ganze schon erledigt. Weiter geht's zur nächsten Truhe in der Takatanischen Kolonie und diesmal müssen wir wirklich als Liu Kang spielen, auch wenn ich ihn schon vorher hier ausgerüstet habe oder beziehungsweise ausgewählt habe. Also ihr seht hier den Weg dahin, wieder mal in erhöhter Geschwindigkeit, weil sonst dauert das viel zu lange und gleich sind wir schon da. Wir laufen nochmal am Collector vorbei, da können wir noch ein paar Items kaufen und hier rechts ist dann die nächste Mission und zwar Red Le Bleu. Okay, doppelter Drache heißt das. Also doppelter Drache heißt der erste Fatality von Liu Kang und den führen wir jetzt aus, damit wir die Truhe freischalten. Das war auch vorerst die letzte Truhe in diesem Gebiet. Jetzt gehen wir zum Sundo Festival und müssen unseren Cameo ändern, denn wir brauchen Kano. Ich zeige euch jetzt den Weg zum nächsten Punkt, also zur nächsten Truhe. In etwas erhöhter Geschwindigkeit und dann geht's weiter.
Also hier heißt der Tipp, nett dich zum Messern, und was wir machen müssen, ist 5-mal den Messerwurf von Kano ausführen. Das geht, indem wir hinten gedrückt halten und den Cameo-Knopf drücken. Allerdings müssen wir auch 5-mal damit den Gegner treffen, nicht nur ausführen. Das Schwierige dabei ist einfach, dass die Zeit runterläuft und sich der Cameo natürlich auflädt. Und ihr müsst dann wirklich immer treffen, so dass ihr dann am Ende noch genug Zeit habt, um den Gegner überhaupt noch zu besiegen. Wahrscheinlich braucht ihr einige Versuche, um das zu schaffen, aber mit dem richtigen Timing sollte das funktionieren. Also los zum nächsten, und ich zeige euch von dem Punkt, wo wir gerade waren, jetzt direkt einfach mal komplett, wie man da hinkommt. Weil, ja, damit ihr einfach wisst, was ihr da machen müsst. Weil sonst, ich habe schon andere Videos gesehen und da sind einfach nur die Punkte da gewesen, also die Missionen, und man hatte keine Ahnung, wo die sind. Also ich zeige es euch so gut es geht komplett, damit ihr besser klarkommt. Und da haben wir auch schon die Mission. Gefährlicher Feind, gefährliche Feindin, Ziel erfasst. Und wir brauchen Sektor als Cameo. Dann müssen wir diese Attacke ausführen. Also dafür stehen wir einfach still und drücken den Cameo-Knopf ohne irgendwelche Richtungstasten. Und dann schießt er seine Torpedos nach oben und treffen den Gegner. 5-mal müssen wir Nitara damit treffen, damit wir die Truhe freischalten können. Für die nächste Truhe müssen wir als Scorpion spielen. Ich habe ihn hier schon ausgewählt, also wechselt einfach euren Charakter und da müsst ihr nur ein paar Schritte laufen bis zur nächsten Truhe. Und ja, da müssen wir einfach nur Scorpions Fatality, also den ersten, das reicht schon aus, anwenden und dann haben wir die Truhe freigeschaltet. Das war auch vorerst der letzte Hinweis im Sundo Festival, aber nachdem wir Raiden, also den Endboss, besiegt haben von der Season 5, müssen wir nochmal hierher kommen, denn dann können wir noch eine einzige letzte Truhe öffnen. Jetzt sind wir im Gebiet Schutzwall und wenn ihr vom Anfang geradeaus läuft, den Weg entlang, dann kommt ihr automatisch zu der nächsten Hinweismission. Also gleich sind wir da. So, hier. Schneller Schock, holst dir, heißt der Tipp. Und wir brauchen jetzt Jax als Cameo-Kämpfer. Und mit ihm müssen wir dann diesen Move einfach mal 3-mal ausführen. Wie machen wir das? Wir müssen einfach vorne gedrückt halten und den Wurfknopf drücken. Und dann haben wir das schon erledigt und bekommen dann am Ende des Kampfes die Truhe, nachdem wir Raiden besiegt haben. Alright, dann laufen wir mal von hier aus zur nächsten Mission, die wir brauchen. Einfach wieder dem Weg folgen und am Ende kommen wir zu einem Teleportationspunkt. Das ist hier und da drücken wir natürlich drauf. Und ja, da müssen wir geradeaus laufen und dann nach rechts. Noch ein zweiter, noch ein zweiter und hier ist die Mission. Sie heißt Gesegnet und der Tipp heißt Zersplittert. Also wir brauchen jetzt Striker als Cameo und das verhält sich genauso wie mit Kano eben. Wir müssen einfach seinen Granatenwurf 5-mal auf den Gegner anwenden. Also wir müssen den Gegner auch dabei treffen. Und da solltet ihr auch ein bisschen Abstand haben, nicht zu viel, nicht zu wenig. Das müsst ihr selber ausprobieren, das ist etwas komplizierter, sage ich mal. Und da müsst ihr natürlich auch wieder warten, bis sich der Cameo-Kreis so zur Hälfte aufgeladen hat, damit ihr die Attacke wieder ausführen könnt. Ja, bevor ich es vergesse, vorne und Cameo-Knopf, so macht man das. Splittergranate, deswegen heißt die Mission auch Zersplittert. Ist wahrscheinlich wieder etwas, wo ihr ein paar Versuche braucht, bis ihr es geschafft habt. Und ihr müsst natürlich auch Tanya am Ende besiegen, logischerweise. Der nächste Hinweis ist in der Nähe. Wir drehen jetzt um und laufen in die Richtung, wo wir hergekommen sind. Einfach hier runter, also geradeaus erstmal. Hier unten geht es übrigens zu einem Turm, wo ihr den Schlüssel bekommt, damit ihr das Level beendet. Und wir laufen jetzt hier einfach weiter. Zack, nochmal weiter. Hier hoch. Und gleich sind wir auch schon bei unserer Mission. Hier, bin gerade angekommen und der Tipp heißt Uzi. Wir müssen jetzt einfach unseren Charakter auf Johnny Cage wechseln, mit ihm dann den ganzen Kampf spielen und am Ende seinen ersten Fatality ausführen und das war's auch schon, dann habt ihr die Truhe freigeschaltet. Mehr müsst ihr dafür gar nicht tun. Auf geht's ins nächste Gebiet, Shang Tsungs Labor, und diesmal brauchen wir Darius als Cameo-Kämpfer. Wir müssen nämlich seinen Brutality ausführen, gleich aber dazu brauchen wir ihn auf Rang 2. Also ihr müsst erstmal mit ihm spielen, bis ihr Rang 2 erreicht habt. Das ist normalerweise nach so 3-4 Kämpfen eigentlich, also ist nicht so schwer. Weil nur dann wird der Brutality überhaupt freigeschaltet. So, und jetzt seht ihr den Weg dahin, ist gar nicht so weit vom Anfang. Weiter bitte. So heißt die Mission und der Tipp heißt Ballspiel. Ja, und wie gesagt, der Brutality von Darius, den brauchen wir hier. Also dafür müsst ihr einen normalen Wurf ausführen, also vorne halten plus Wurfknopf und dann gleich unten drücken, nachdem ihr das gemacht habt.
Aber das muss natürlich am Ende des Kampfes passieren und es muss die letzte Attacke sozusagen sein, damit auch der Brutality funktioniert. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann habt ihr auch die nächste Truhe freigeschaltet und mehr gibt's hier in Shang Tsungs Labor erstmal nicht. Deswegen spielt ihr Shang Tsungs Labor einfach normal durch und dann landet ihr hier im Dorf Fengjiang und der erste Hinweis ist nicht weit vom Startpunkt entfernt und zwar genau hier. Kann es nicht erwarten und da ist so eine komische Schrift, das bedeutet einfach reiner Tisch. Und jetzt müsst ihr einfach mit irgendeinem Charakter den Kampf gewinnen, indem ihr dauerhaft diesen Beinfeger, also hinten und Kreis auf der PlayStation und ich meine B auf der Xbox drückt. Und dann habt ihr auch die Truhe freigeschaltet und könnt weitermachen. Als nächstes müsst ihr Dorf Fengjiang komplett durchspielen und den Endboss Raiden töten. Denn dann bekommt ihr einen Schlüssel, um weitere Truhen im Spiel zu öffnen. Also nach dem Kampf gegen Raiden bin ich erstmal in die takatanische Kolonie zurück. Wir sind jetzt am Ende der Kolonie, also da wo der Endboss quasi war und laufen jetzt zum nächsten Hinweis. Und das ist auch nicht sehr weit entfernt. Wir können gleich noch eine Tür öffnen, die wir vorher nicht öffnen konnten, weil wir den Schlüssel von Raiden nicht hatten. Dieses gesprungene Amulett, das seht ihr gleich. Habt ihr wahrscheinlich schon vorher gesehen, solche Tore. Also hier müssen wir weiter und hier ist es. So, das können wir jetzt öffnen. So, und dann müssen wir erstmal unseren Charakter ändern, denn wir müssen jetzt als Sub-Zero spielen. Kameo ist völlig egal, Hauptsache Sub-Zero. Und wir laufen jetzt einfach nach oben, den Weg entlang und gleich auch nach links. Und da sind wir schon. Großer Junge, kalt gemacht heißt der Tipp. Und was wir jetzt machen müssen, ist den Eisball von Sub-Zero ungefähr 20 Mal ausführen. Also wir müssen den Gegner damit 20 Mal ungefähr treffen. So habe ich es gemacht. Ich weiß nicht, ob das 20 Mal oder auch 10 Mal vielleicht reicht. Aber macht es am besten 20 Mal oder die ganze Zeit. Und dann sollte das klappen. Ihr habt die Truhe freigeschaltet. Jetzt gehen wir zurück ins Sundo Festival und spielen als Sindel. Und wir müssen wieder zurück dahin, wo diese Mission mit Scorpion war. Zu viele Ninjas, die ich euch vorher gezeigt habe. Und von dort laufen wir jetzt weiter nach rechts. So, hier haben wir die Mission Ruhige Winde und den Tipp Flott. Wir müssen einfach nur irgendeinen Brutality von Sindel ausführen. Also der normale mit dem Uppercut reicht völlig aus und dann habt ihr die Truhe schon freigeschaltet. Das war's. Der nächste Hinweis ist in Shang Tsungs Labor und wir brauchen diesmal Sub-Zero als Charakter und Frost als Cameo. Also zwei Kämpfer mit Eisfähigkeiten. Wir sind hier am Anfang von Shang Tsungs Labor, da müssen wir einfach kurz nach rechts und dann nach oben und gleich sind wir auch schon bei der Mission. Da wären wir, verrücktes Chaos und der Tipp heißt Ice Ice Baby. Also das Ziel ist einfach nur den Fatal Blow auszuführen, fertig. Aber das ist nicht so leicht. Ihr müsst ja ziemlich viel von eurer Lebensleiste verlieren, damit ihr überhaupt den Fatal Blow aktivieren könnt. Und ich musste das Spiel auf sehr schwer stellen, damit der Gegner überhaupt irgendwas macht. Also Havoc, der hat mich gar nicht geschlagen. Und das Einzige, das Damage gemacht hat, sind eigentlich nur die lilanen Kreise auf dem Boden. Da könnt ihr reingehen, kriegt extrem viel Schaden und so könnt ihr euch halt zum Fatal Blow durchkämpfen. Ihr solltet aber Havoc trotzdem einige Male schlagen, denn ihr müsst ja den Kampf später noch gewinnen. Und das Problem ist auch, dass Havoc auch oft in diese Kreise reinfällt und dann stirbt. Also das Timing hier in dieser Mission ist echt extrem schwer. Ich habe das echt so gemacht, dass ich Havoc zur Hälfte runtergehauen habe und mich dann selber verletzt habe. Oder ich habe mich von ihm schlagen lassen auf sehr schwer, wo er auch nicht viel gemacht hat übrigens. Und dann habe ich den Fatal Blow ausgeführt und ihn dann schnell getötet. Also es gibt drei Dinge, die euch hier das Ganze versauen können. Entweder läuft die Zeit aus oder ihr sterbt oder er stirbt. Und das muss man halt gut timen. Aber ich glaube, ihr kriegt das auf jeden Fall hin, Leute. Kommen wir nun zur letzten Truhe in dieser Season und die befindet sich im Schutzwall. Das hier ist das Ende vom Schutzwall, wo der Endboss war. Und wir laufen jetzt diesen Weg entlang, den ich euch zeige. Und gleich werden wir auch den Charakter wechseln. Hier sind die Tore, die wir öffnen müssen. Ich bin vorbeigelaufen. Ja, ihr müsst einfach nur auf Benutzen drücken. Ihr habt ja den Schlüssel von Raiden. Und dann lauft ihr rechts lang. Da geht es weiter zur nächsten Mission. Und dann geradeaus. Und da, wo diese ganzen Fässer sind, ist unsere Mission. Unaxt sichtlich. So heißt die Mission. Und der Tipp heißt Backpfeifengesicht. Wir müssen jetzt einfach auf Li Mei wechseln. Die brauchen wir als Charakterin.
Und was wir im Kampf machen müssen, ist einfach erstmal Shao Kahn oder General Shao besiegen und dann am Ende ein Brutality ausführen. Völlig egal welchen, der normale mit dem Uppercut, den man immer freigeschaltet hat, der reicht völlig aus und dann habt ihr die letzte Truhe im Spiel, beziehungsweise nicht im Spiel, sondern in Invasion Season 5. Also Leute, ich danke euch fürs Zuschauen und wenn euch der Guide gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo, Kommentar und Like da und wir sehen uns dann in einem nächsten Video. Also macht's gut und bis bald, bye bye.